Liebe Angehörige der FAU, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Weltklimarat hat kürzlich seinen neuen Bericht abgeliefert, der Grundlage für wichtige klimapolitische Entscheidungen weltweit ist. Und einer der Hauptautoren ist Professor an unserer Universität und darauf sind wir auch sehr stolz. Und ich werde heute mit ihm über diesen Bericht und die Inhalte sprechen. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor Dr. Wolfgang Kiesling, der Lehrstuhlinhaber für Paläo-Umwelt an unserer Friedrich-Alexander-Universität. Lieber Wolfgang, herzlich willkommen. Wie geht es dir? Danke vielmals. Ich bin einfach nur erleichtert, dass dieser Bericht jetzt endlich abgeschlossen ist. Hat mich 3 Jahre meines Lebens gekostet. Ja, solche Dinge sind nun mal mit viel Arbeit verbunden. Und im Weltklimabericht, lieber Wolfgang, werden regelmäßig aktuelle Erkenntnisse zur Klimaforschung zusammengetragen. Und da ist die Frage, wie steht es derzeit um unsere Erde? Ja, wenn ich die Frage höre, wie es um die Erde steht, dann fällt mir immer dieser Cartoon ein, wo der besorgte Mond dann fragt, die Erde fragt, du siehst aber schlechter aus und sie sagt dann, ich habe Mensch. Aber jetzt mal im Ernst, es ist einfach so, dass wir halt gerade ganz grob geologisch betrachtet eine Störung im Kohlenstoffkreislauf erleben. Und das ist geologisch jetzt mal nicht so schlimm, das hatten wir viel in der Vergangenheit. Aber für uns als Menschen ist es halt sehr schlimm, weil wir extrem angepasst sind an stabile Klimaverhältnisse. Eigentlich hat sich seit 10.000 Jahren das Klima nur unwesentlich verändert. Und jetzt auf einmal sind wir schon 1,1 Grad über diesen historischen Mittelwert. Da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Der aktuelle Band heißt ja auch Klimafolgen, Anpassung und Verletzlichkeit. Kannst du kurz zusammenfassen, was die zentralen Erkenntnisse des Berichts sind? Ja, kurz wird mir das leider nicht gelingen. Das sind 3.600 Seiten, die der Bericht umfasst, von 300 Autoren geschrieben. Aber ich kann ja mal ein paar Punkte rausgreifen, die mich jetzt besonders so beschäftigt haben. Also eins ist Anpassung. Ist ganz wesentlich, dass wir viel zu wenig tun für Anpassung an den Klimawandel. Der Klimawandel ist schon da, hat jetzt schon verheerende Konsequenzen. Und wir reden immer noch fast ausschließlich über Minderung, ja, über Minderung von Emissionen und so weiter, während diese Richtung Anpassung ziemlich stark vernachlässigt wird. Also da muss viel mehr passieren. Außerdem noch zu den Folgen des Klimawandels. Es ist jetzt erstmals in dem Bericht die Rede davon, dass schon Arten aussterben durch den Klimawandel. Das ist bisher in den vorherigen Berichten noch gar nicht drin gewesen. Also wir haben jetzt 2 dokumentierte Belege, dass Arten weltweit verschwunden sind durch Klimawandel. Ja, eines ist so eine Ratte, ja, die ist jetzt nicht besonders ansehnlich, aber die hat auf einer Insel gelebt, die einfach nur auf dieser Insel gelebt, die überschwemmt wurde durch steigende Meeresspiegelanstieg. Und weitere Punkte in dem Bericht ist, dass halt die Verletzlichkeit stark regional schwankt, dass 3,3 Milliarden Menschen sehr verletzlich sind gegenüber dem Klimawandel. Und dass diese 1,5-Grad-Grenze halt besonders wichtig ist. Ja, also selbst wenn wir es schaffen, wahrscheinlich werden wir es eher nicht schaffen. Bis 2040 werden wir über diese 1,5-Grad-Grenze gehen. Und das heißt dann das sogenannte Overshoot. Selbst wenn wir wieder zurückgehen, wird es verheerende und bleibende Konsequenzen haben. Ich höre jetzt mal auf, weil sonst... Ja, aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, was mir auch gar nicht so bewusst war. Das Thema Anpassungen. Und die Frage ist schon, wie diese Anpassungen aussehen müssen. Und insbesondere interessiert mich das auch in Bezug auf unsere Meere. Es ist ja auch dein Spezialgebiet in der Forschung. Du hast ja mit den Ratten gerade schon ein Beispiel genannt, aber vielleicht kannst du da noch ein paar griffigere Beispiele nennen und auch noch das ein bisschen kommentieren, Wolfgang. Ja, also Das, was wir sehen als Klimakonsequenz in der Natur, das Wichtigste ist, dass alles Richtung Pol migriert. Ja? Alles will weg von den warmen Gebieten in kühlere Gebiete. Und im Meer sehen wir das halt ganz besonders deutlich.
Und um zu erlauben, dass die Tiere und Pflanzen auch migrieren können, ja, müssen wir Naturschutzgebiete entsprechend planen. Das ist momentan noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Die sind irgendwie so fast beliebig, will ich sagen, verstreut. Aber wir müssten eigentlich Korridore schaffen mit solchen Naturschutzgebieten, dass die Arten ungehindert migrieren können. Das ist ein wesentlicher Punkt in unserem Bericht. Und das andere ist, wenn wir zum Beispiel vom Küstenschutz reden, das ist einmal, können wir natürlich Mauern aus Beton bauen, aber das sind die naturnahen Lösungen, dass wir zum Beispiel Mangrovenwälder ausbauen oder Salzmarschen. Die verhindern eben auch, dass dann im Landesinneren Überschwemmungen stattfinden, dass das ein gangbarer Weg ist, zumindest solange eben der Meeresspiegelanstieg noch nicht so katastrophal ist, also wie wir es im schlimmsten Fall erwarten, bis zu 70 Zentimeter bis 2100. Ich meine, wir kennen alle Darwin und Darwin hat ja schon gesagt, die am besten angepassten werden überleben. Was meinst du, wie wird sich denn der Klimawandel auf die Artenvielfalt auf unserer Erde auswirken? Ja, natürlich nur schlecht leider, aber das mit den Anpassungen ist ein ganz guter Punkt, denn tatsächlich sind die Arten am stärksten bedroht, die am wenigsten an variierendes Klima angepasst sind. Das betrifft vor allem die Tropen, wo eben immer gleichbleibend warm ist, aber auch die Polargebiete, wo es immer gleichbleibend kalt ist. Also am besten werden die Arten wegkommen, die so in mittleren Breiten beheimatet sind. Aber insgesamt, wenn ich noch mal ganz kurz nachhaken darf, am Äquator werden wir große Verluste der Biodiversität haben, eben aus dem Grund, weil die Arten dort nicht mehr leben können, weil es einfach zu warm wird. Sie müssen weg. Ja. Du bist ja Hauptautor im Bericht des Weltklimarates und hier ist insbesondere deine Expertise gefordert. Meere und Ozeane, ja, das ist das Thema, das du im Weltklimabericht auch wesentlich mitgeschrieben hast. Wie muss man sich als Laie denn die Arbeit an dem Bericht konkret vorstellen? Ich meine, 3600 Seiten, du hast es angesprochen, 300 Autoren, Hauptautoren, des Weiteren noch Associate Authors. Also das stelle ich mir schon als eine sehr, sehr große Herausforderung vor, in so einem Team mitzuwirken und dann ein Buch zu schreiben, einen Bericht zu verfassen, der auch Konsens findet unter den Autoren. Ja, das ist in der Tat nicht ganz trivial. Also für mich, ich war ja Neuling, war es besonders schwierig, dieser Prozess zu lernen, was wir da eigentlich tun, was wir eigentlich schreiben, nämlich ein Assessment. Wir als Wissenschaftler, wir haben viel mit Review-Artikeln zu tun, wo einer das Wissen mal zusammenträgt. Aber ein Assessment ist eben wesentlich mehr. Wir sichten die Literatur, man muss unglaublich viele Arbeiten sich anschauen. Und dann werden wir am Ende aus vielleicht 20, 30 Publikationen einen Satz formulieren. Das macht das Ganze eben so mühsam. Wir sagen einen Satz und sagen am Ende dann, mit dieser Wahrscheinlichkeit ist der Satz wahr. Das ist diese sogenannte Confidence Language, die der IPCC immer gerne verwendet, der für Laien ein bisschen schwierig ist und für mich auch wirklich schwierig war am Anfang. Aber das ist dieser Prozess. Das heißt, man sichtet, bewertet die Literatur, schreibt dann ein Statement und diskutiert die dann auch mit den anderen Hauptautoren. Man stellt es dann vor, stellt es zur Diskussion, man arbeitet gemeinsam an einem Dokument bis zu 10 Leuten. Man bricht das natürlich runter dann auf ganz wenige Sachen. Mhm. Aber so läuft das etwa. Wie lange habt ihr denn an dem Bericht geschrieben? Naja, es ging vor 3 Jahren los. Mhm. Also das ist ein ziemlich langer Prozess gewesen. Jetzt auch Corona-bedingt ein bisschen in die Länge gezogen. Also eigentlich sollten wir nach 2,5 Jahren fertig sein. Das halbe Jahr ist jetzt der Pandemie geschuldet. Du beschäftigst dich ja mit der Paläoontologie oder wie man auch moderner sagt, der Paläobiologie. Und da spielen ja eher die Tiere und die Pflanzen aus der Vergangenheit eine Rolle. Welchen Beitrag kann eigentlich dein Fach zur Erforschung des Klimawandels leisten? Also Paläontologie konkret kann leisten, dass wir aus der Vergangenheit lernen, wie damals Organismen und Ökosysteme
empfindlich waren gegenüber dem Klimawandel. Also beispielsweise, was mich sehr interessiert, sind Riffe, Korallenriffe. Und da sehen wir eben, dass in der Vergangenheit bei Klimaerwärmungen die Korallenriffe auch früher die ersten Systeme waren, die kollabiert sind. Das zeigt uns, dass eben die Anpassungsfähigkeit von Korallenriffen oder von Korallen sehr gering ist, weil viele ja immer noch sagen, die Arten werden sich schon anpassen an den Klimawandel. Wir sehen eben, nein, das wird nicht so sein. Und man kann dann noch weitergehen und schauen, wo sind eigentlich die vulnerablen Arten und wie könnten wir verhindern, dass die aussterben, also sprich Naturschutz ist dann umsetzen. Also deine Kenntnisse in Bezug auf die Vergangenheit werden genutzt, um die Zukunft auch mit vorherzusagen. Wir hätten es gerne, ja. Wir müssen da noch ein bisschen ran. Wobei natürlich das, was wir jetzt erleben, deutlich disruptiver ist als das, was man in der Vergangenheit gesehen hat. Soll ich da jetzt was zu sagen? Ja. Also es ist jetzt ja meine so, Wahrnehmung zumindest ja, als Laie. Es ist schon so, es schaut so aus, als wären die Raten jetzt tatsächlich besonders hoch gegenüber früher. Aber was die Magnituden betrifft, da haben wir früher schon ein paar Beispiele, da müssen wir uns heute nur davor fürchten. Also es gab einhergehend mit Klimawandel in der Vergangenheit Massenaussterben, wo bis zu 80% aller Arten auf der Erde ausgestorben sind. Also das ist auch schon ziemlich disruptiv, würde ich sagen. In der Tat, du verzeihst mir die laienhafte Frage, das ist, aber ich meine, der menschgemachte Klimawandel ist sicher in der Form einzigartig, so wie wir ihn derzeit erleben. Ja. Wie bist du eigentlich als FAU-Professor und als Paläontologe in den Weltklimarat gekommen? Also soweit ich weiß, hat dich der Präsident zumindest nicht vorgeschlagen. Ja, aber der Präsident ist mit daran schuld, dass ich eine Forschungsgruppe ins Leben gerufen habe. Seit ich 2012 an der FAU angefangen habe, habe mich dieses Thema Klimawandel und Artensterben umgetrieben. Und dann wurde ich sehr bestärkt, ja, das doch mal in ein Verbundprojekt umzusetzen und habe mir dann Partner gesucht, auch außerhalb der FAU. Und einer dieser Partner war eben Hans Pörtner vom Alfred-Wegener-Institut, der jetzt Co-Chair der Arbeitsgruppe 2 im IPCC ist. Und der hat mich dann 2018 aufgefordert, mich doch mal zu bewerben beim IPCC, weil das, was ich mache, wäre doch für den IPCC auch ganz interessant. Und gesagt, getan, da bin ich nun. Und wenn man sich den Bericht anschaut und die Arbeit am Weltklimabericht, dann zeigt es doch, dass viele Themen auch jenseits deines bisherigen Forschungsbereichs liegen. Hat denn die Arbeit am Weltklimabericht auch neue Impulse für deine eigene Forschung dir gegeben? Und falls dem so ist, würden mich natürlich auch ein paar Beispiele interessieren, lieber Wolfgang. Ja, klar. Also ich habe ganz schnell gemerkt, mit meinem naiven Verständnis, so wie ich es jetzt auch ein bisschen rübergebracht habe, ja, früher war es so, dann muss es in Zukunft auch so sein. Damit ist der IPCC nicht zufrieden. Da muss schon ein bisschen mehr kommen. Ja. Was halt die große Problematik ist, sind diese Zeitskalen, das zu überbrücken. Ja. Und das haben wir jetzt gesehen, dass wir, wenn wir wirklich für heutige Probleme relevant sein wollen, Beiträge liefern wollen, dann müssen wir uns zusammentun mit Ökologen und dann diese Skalen überbrücken. Und um Skalen zu überbrücken, da brauchen wir dann auch die Mathematik an Bord. Und genau das sind die drei Disziplinen, die wir jetzt derzeit zusammenführen, um das Ganze dann in ein noch größeres Verbundprojekt zu übertragen, versuchen. Ja, also wir sind jetzt gerade in der Planungsphase, um eben genau diese Kenntnislücken, die ich durch den IPCC gesehen habe, die wir haben, zu schließen. Ja, spannend. Das Gespräch macht Lust auf mehr und ich hoffe, dass vielleicht der eine oder andere Schüler oder die eine oder andere Schülerin zugehört hat und Lust darauf bekommt, sich auch im Rahmen eines Studiums an der FAU mit den Themen zu beschäftigen oder vielleicht später auch in dem Bereich in der Forschung aktiv zu werden. Lieber Wolfgang, ich bedanke mich ganz herzlich für das hochspannende Gespräch und ich freue mich schon auf die nächste Runde und auf den nächsten Weltklimabericht. Alles Gute. Tschüss, mach's gut. Danke. Dankeschön. Tschüss.